Ah, herzlichen Dank. Meine Damen und Herren, Key Shot! Herzlichen Dank und herzlich willkommen zur Die Late Night Show im November. Zu einem Best-of Die Late Night Show, muss man sagen. Wir haben wundervolle Gäste eingeladen. Es gibt eine Menge Firlefanz und ich bin unglaublich glücklich, einen Mann ankündigen zu dürfen, mit dem ich schon sehr lange zusammen auf der Bühne bin, der mir jedes Mal unglaubliche Freude bereitet, weil er sehr talentiert ist. Und meine Damen und Herren, klatscht bitte frenetisch für den wunderbaren Patrick Salmen, meine Damen und Herren. Vielen Dank. Ach schön. Ich habe voll Bock heute, das muss ich sagen. Ich bin ein bisschen selbstmitleidig. Ich war ganz lange krank, aber jetzt bin ich wieder fit und das ist schön. Ich habe sehr romantische Dinge erlebt in letzter Zeit. Ich habe mal irgendwann in Dortmund, das ist jetzt mittlerweile schon ein Jahr her oder so, es war eine großartige Szene, da war so ein älteres Ehepaar, die saßen in der U-Bahn und die waren beide so um die 80 schon ungefähr. Und dann ist die U-Bahn eingefahren in die letzte Station und dann ist der Mann aufgestanden, hat dann seiner Frau so die Hand hingehalten und gesagt: Komm, mein kleiner grauer Zwerg, wir müssen aussteigen. Das war so süß und es ist schon ein bisschen kitschig, aber das ist auch so meine Vorstellung von Romantik, wenn du mal irgendwann im hohen Alter jemanden gefunden hast, den du kleiner grauer Zwerg nennen kannst, ohne dafür auf die Fresse zu bekommen. Das ist genial. Und jetzt ist etwas ähnlich Schönes passiert. Ich würde fast sagen, es war noch schöner. Ich war vor 3 Wochen ungefähr, war ich im Edeka. Das ist bis hier eine super spannende Geschichte. Und dann stand ich in dieser Obst- und Gemüseabteilung. Und dann war da auch so ein älteres Ehepaar, auch so beide ungefähr um die 80. Und dann ist etwas so Lustiges passiert. Diese Frau stand bei diesen Wassermelonen. Dann hat sie die ganze Zeit auf die Wassermelonen geklopft, weil sie irgendwie den Reifegrad ermitteln wollte von den Wassermelonen und klopfte die ganze Zeit. Und ihr Mann, er stellte sich dann so hinter sie und hat sich so ein bisschen versteckt hinter ihr und hat so mit verstellter Stimme auf einmal geflüstert: Wer ist da? Holt mich hier raus. Und die Frau hat sich tierisch erschrocken in dem Moment, hat gesagt: Uwe, da ist jemand in der Wassermelone drin. Und er nur so ganz trocken: Hör mal, langsam wirst du senil. Ich habe so gefeiert in dem Moment. Ich habe gedacht, wie viel Spaß kann man bitte noch haben später? Das ist, Leute, so einen schönen Zynismus irgendwann entwickeln in der Beziehung. Großartig. Ja, wir haben uns auch immer, wir sind ja viel unterwegs zusammen, um uns so ein bisschen Spaß untereinander zu machen, haben wir mal eine Strategie entwickelt, wie wir so ein bisschen mit Frauen ins Gespräch kommen und in so Flirtsituationen geraten können. Und das haben wir dann so gemacht, dass immer einer von uns beiden der Dummy war, also sozusagen derjenige, der den anderen supportet hat. Und der andere hat dann irgendwie den Nutz genießt sozusagen oder Nutz genossen. Und es ist dann so gewesen, dass wir, war ein Moment, wo ich dran war, und habe mir dann so eine junge Frau ausgesucht und mich neben die gesetzt in der Bahn. Und es war dann immer so, dass Patrick dann irgendwann reinkam, so scheinbar unbeteiligt und natürlich mich nicht kennend. Und dann kam er rein und hat sich so umgeguckt nach einem freien Sitzplatz und ist irgendwie so an mir vorbeigegangen und hat dann immer gesagt: Hey, boah, krass, bist du nicht dieser Quichotte? So, und ich habe dann immer gesagt, ja, schon. So, ne? Und er meinte dann: Boah, wie krass, dass du hier bist. Ey, Alter, dass du noch Bahn fährst. Unfassbar. So richtig geil. Und ich dann habe mir so, ja, immer so zwischendurch zu der Frau rumgeguckt. So, ach, so. Und er sagt dann: Ah, ich habe dein neues Buch gelesen. Unfassbar, total krass und so. Und dann meinte er immer so: Alter, kannst du mir vielleicht noch ein Autogramm geben? Ne? Und ich habe gesagt: Ja, jetzt mal. Und dann habe ich ihm halt immer auf den Arm unterschrieben. So, total krass. Und dann ist er so weggegangen und hat sich beim Weggehen auch immer noch so umgeguckt. So, oh boy, krass, der junge Quichotte hier, Alter, in der Bahn. Und immer so gestolpert und so. Und dann richtig, richtig eine Welle gemacht. Und das Geile war, dass in dieser Situation ich dann irgendwann zu diesem Mädel rüber geguckt habe. Und dann wollte ich mit ihr ins Gespräch kommen. Und dann meinte sie so: Ey, hör mal, war das nicht gerade Patrick Salmen? Und in your face, my friend. Das sind so Momente, wo ich dann doch, wo ich so ein bisschen geknickt bin. Schön ist es dann aber wiederum, wenn ich den kleinen Schnutz dann wiedersehe und wenn er mir Geschichten vorliest. Und das wird er jetzt tun, meine Damen und Herren. Viel Spaß mit der ersten Geschichte von Patrick Salmen. Yeah.
Ich muss vor kurzem, ich glaube auch vor 3 Wochen ungefähr, da bin ich tatsächlich mal, es passiert eigentlich wirklich sehr, sehr selten, dass ich mal irgendwo erkannt werde. Aber es war auch in der Bahn, bin ich erkannt worden, dann wollte so ein junges Mädel ein Autogramm haben und neben mir saß so ein Mann. Und dann ab dem Zeitpunkt, wo sie dieses Autogramm haben wollte und dann ausgestiegen ist, hat dieser Mann mich die ganze Zeit total interessiert angeguckt, weil er dachte, der sitzt in einem mega krassen Promi irgendwie und hatte aber überhaupt keine Ahnung. Und hat er sich die ganze Zeit überlegt und zwischendurch habe ich gesehen, wie er in seinem Handy irgendwas gesucht hat und irgendwie was gegoogelt hat oder so. Und dann irgendwann hat er mich dann doch gefragt, was ich mache. Ich habe es ihm dann erzählt und er glaubt jetzt bis heute, dass er neben einem sehr weltberühmten Wrestling-Champion gesessen hätte. Was super krass ist. Ich habe diese Lebenslüge komplett durchgezogen. Falls jemand fragt, mein Name ist Thundersalm. Ich bin krass drauf, das muss man sagen. Nein, ich möchte den Abend beginnen mit einer Kurzgeschichte. Eine Kurzgeschichte, die noch relativ neu ist und sozusagen dieses Best-of heute eröffnen soll. Ist eine Geschichte darüber, dass ich merke an mir selber, dass ich so langsam in so ein Alter komme, wo man so ein bisschen spießig wird. Und diese Spießigkeit, die man dann an sich selbst feststellt, ist doch hin und wieder auch sehr schön. Also manche Sachen nerven auch, aber hin und wieder merkt man bei sich selber oder auch bei bekannten Dingen, die man dann doch ein bisschen schön findet. Aber es gibt ein Phänomen, mit dem ich bis heute wirklich völlig überfordert bin. Und das sind Pärchenabende. Und über dieses Phänomen habe ich eine Geschichte geschrieben. Sie heißt Der Raclette-Abend. Das Treppenhaus einer Altbauwohnung im Dortmunder Süden. 3. Stock. An der Tür hängt ein Salzteigschild mit der Aufschrift Hier leben, lieben, lachen und streiten Volker und Kerstin. Ich bin geneigt zu brechen. Wir klopfen an der Tür. In meinem Kopf schweben lediglich 2 Gedanken. Erstens, ich hasse mein Leben. Zweitens, Vorurteile über Pärchenabende sind wie Gitarristen vorm Auftritt. Sie stimmen. Heute sind wir bei Volker und Kerstin zum Raclette eingeladen. Kerstin sieht aus, wie man sich eine Kerstin so vorstellt. Noch schlimmer, sie nennt ihren Mann mein Männe. Was ich auf einer Stufe der Grausamkeit nur knapp unter Völkermord einstufen würde. In diesem Fall wohl eher Völkermord, aber für den Witz schäme ich mich selber. Sie ist eine dieser Frauen, die sich irgendwann als Mitvierzigerin eine Kesse Igelfrisur schneiden lassen wird und sich dann lustige Blechschilder in die Wohnung hängt. Ich sehe die Bilder schon deutlich vor mir. Volker wiederum hat eine gewisse Ähnlichkeit mit Reinhold Beckmann. Sieht also irgendwie aus wie eine Mischung aus ambitioniertem Elternbeirat und antiquiertem Jazzfan. Einer dieser Menschen, die ihren Urlaub mit den Worten »Ich bin dann mal weg« ankündigen und die sich selber als total verrückt oder positiv bekloppt bezeichnen. Dann ständig Sachen sagen wie »Stück mal ein Rück« oder »Alles Gute zum Wurzeltag«. Es ist ein einziger Albtraum. Doch die Erfahrung hat mich vieles gelehrt. Menschen, die von sich behaupten, sie seien positiv bekloppt, sind meistens einfach nur negativ grenzdebil. Wir klingeln. Kerstin öffnet die Tür. Sie strahlt aber das ganze Gesicht und trägt eine Kesse Igelfrisur. Das ging schneller als gedacht, denke ich. Und sehe auf das Deko-Blechschild im Flur. Lebe jeden Tag, als wäre es dein letzter. Schön wäre es, denke ich, und möchte auf der Stelle sterben. Es war mal eine meiner größten Ängste, irgendwann nur noch Pärchen im Bekanntenkreis zu haben. Gemeinsames Kochen, geteilte Ferienwohnung, Käsefondue, die komplette Bandbreite. Das alles habe ich mir bis vor kurzer Zeit als unglaublich grausam vorgestellt. Aber ich war naiv und muss mein Urteil korrigieren. Es ist alles noch viel schlimmer. Volker und Kerstin haben wir vor wenigen Wochen in der Krabbelgruppe kennengelernt. Dieser Satz klingt fast so grausam wie, die beiden haben wir vor wenigen Wochen beim Bingo kennengelernt, aber was soll man machen? Ich hatte mir mein Leben früher auch irgendwie spannender vorgestellt. Koks, Nutten, Spielhallenromantik, irgendwas muss aus dem Ufer gelaufen sein. Das Konzept Krabbelgruppe basiert hier auf dem Missverständnis, dass Menschen glauben. Junge Eltern würden sich zwangsläufig nicht nur für die eigenen, sondern auch für andere Babys interessieren. Damit möchte ich aufräumen. Das ist eine Lüge. Die eigenen Kinder empfindet man als faszinierend, empfindet nichts außer bedingungsloser Liebe. Andere Kinder interessieren mich ungefähr so viel wie Brokkoli. Jetzt sind wir jedenfalls hier. Und noch immer stehen wir vor der Tür. Ich frage mich, warum Kerstin uns nicht längst reingebeten hat. Wahrscheinlich, weil ich die ganze Zeit mitschreibe. Ich sehe auf die Fußmatte. Schau mal, sage ich zur Frau, da steht Home drauf. Das ist in der Tat sehr praktisch, denn wie oft stehe ich bei mir zu Hause auf der Fußmatte und frage mich, ja, wo bin ich denn hier wieder gelandet? Aber zu Hilf, hier, klare Sache, Home. Volker, a.k.a. Reinhold, Jazzy Fizzle Beckmann, steht nun auch an der Tür. Hey, schön, dass ihr da seid. Geht so, sage ich, während mir die Frau mahnend auf den Fuß tritt. Mein Blick schweift durch die Wohnung. Auf dem Schlüsselkasten steht das Wort Kies. Das sind Freunde der klaren Zuweisungen, denke ich mir. Nicht, dass da einer Topfpflanzen reinstellen will.
Beschriftungen sind wichtig. Erst kürzlich stellte ich mir die Frage, warum auf Coffee-to-go-Bechern immer sämtliche möglichen Kaffee-Variationen in 30 verschiedenen Schriftarten aufgelistet sind. Ich meine, saß da einer vor dem Becher und dachte sich, diese gehende Leere, schockschwere Not. Wie wäre es, wenn ich meine innere Mindmap aktiviere, einfach willkürlich alle Begriffe, die mir zum Thema Kaffee einfallen, aufliste? Inzwischen stehen wir im Wohnzimmer. Die ganze Wohnung sieht aus, als ob ein sehr dicker Mann eine komplette Nanunana-Filiale ausgekotzt hätte. Kerstin verschwindet kurz im Schlafzimmer, kommt aber umgehend wieder. Hier, dein Geburtstagsgeschenk. Haben wir fast vergessen. Alles Gute nachträglich. Ich öffne das Paket und erblicke. Eine Jochen-Schweizer-Box für Lebenslustige. Wow. Schon morgen werde ich frustriert auf dem Boden kauern, mich nicht zwischen Jodelkurs und einer lustigen Segway-Tour entscheiden können. Am Ende überwiegt die Angst, dass all die Lebenslust mich furchtbar müde machen könnte. Cool. Danke, sage ich. Und im Kopf gehe ich bereits durch, wie ich mich nächstes Jahr revanchieren kann. Schwanke bisweilen zwischen einer einfachen Nackenschelle und einem Blumenstrauß aus Aspikwurst. Von Weitem sehe ich auf eine Collage mit Hochzeitsfotos. Volker und Kerstin erfüllen wirklich jedes Klischee. Die Braut hat sich im Rahmen ihrer Möglichkeiten zwar halbwegs rausgeputzt, aber Volker trägt Chucks zum Anzug. So ein frecher Kerl, denke ich. Einfach mal die Turnschuhe rausgeholt, der Lümmel. So fängt das an und irgendwann wachst du auf und bist Teil der RAF. Was hast du gesagt? Nichts. Ihr seid super. Soll ich euch mal einen Witz erzählen, sage ich. Haltet euch fest. Warum ist Beckmann noch draußen? Weil ihn niemand reinholt. Gott, war der schlecht. Aber wie kommst du jetzt auf Reinhold Beckmann? Kerstin lacht. Ich hasse Kerstin. Plötzlich steht Volker wie euphorisiert auf. Hey, ich habe eine tolle Idee. Wie wäre es, wenn wir nächstes Jahr zusammen in den Urlaub fahren? Hey, ich habe auch eine tolle Idee, sage ich. Wie wäre es, wenn wir uns auf der Stelle erschießen? Was hast du gesagt? Nichts. Ihr seid immer noch super. Aber was mir gerade einfällt, wir müssen los. Die Katze stirbt uns weg. Ihr habt doch gar keine Katze. Doch, seit gestern. Ach, wie schön. Und wie heißt sie? Reinhold. Und welche Rasse? Golden Retriever. Es ist wirklich besser. Ihr geht jetzt. Vielen Dank. So viel zu dieser kleinen Geschichte. Und jetzt hören wir Quichotte. Ja, es ist so, wir haben uns überlegt, dass wir bei einem Best-of etwas anders machen. Wir sind normalerweise nur zu zweit auf der Bühne, haben nur einen Gast und heute haben wir uns direkt drei eingeladen. Einer davon ist ein sehr, sehr alter und guter Freund und Weggefährte von mir und er wird für mich an der Gitarre eine Begleitung machen. Bitte applaudiert ihn auf die Bühne. Flo Fehling, meine Damen und Herren. Ja, Flo war Teil meiner Band, Querfeldein. Wir haben uns jetzt nach 11 Jahren Bandgeschichte getrennt. Und ja, ist traurig ein bisschen, muss man echt sagen. Tat auch weh. Aber man muss auch sagen, dass es nicht so gut gelaufen ist insgesamt. Also, was vielleicht auch ein bisschen daran lag, dass wir so eine gewisse Anti-Haltung gegenüber der Musikindustrie hatten. Das erste Album hieß Greatest Hits. Und ich sag mal so, es hat nicht den erwünschten Erfolg gehabt. Und das zweite Album ist auch gefloppt, das war ein Best-of. Also was will man sagen? Es ist halt, so ist es. Und wir möchten jetzt einen Song spielen, der in Köln spielt. Es ist so, dass ich an Ostern eine sehr, sehr schöne Begegnung hatte. Und zwar in einem Rewe, was hier in Köln nicht schwierig ist. Wie jeder Kölner weiß, denn Rewe ist präsent. Das kann man schon sagen. Ich finde es krass, Rewe baut ja eine Filiale an die Straßenseite und gucken dann so 2-3 Wochen, wie es läuft. Und wenn es gut läuft, bauen sie an die andere Straßenseite noch eine. Und ich warte auf den Moment, dass sie einfach in so einer Rewe-Filiale noch einen Rewe aufmachen, einfach weil sie sagen, wir können es. Warum nicht? Und da war ich jedenfalls einkaufen und sah so eine jüngere Mutter mit einem 5-jährigen Sohn. Und der Sohn hat irgendwann gesagt an Ostern, Mama, wieso feiern wir eigentlich Ostern? So, und dann sagte die Mutter, ja, wir feiern die Auferstehung unseres Herrn Jesus Christus. Und ich dachte, Chapeau, das ist vollkommen richtig. Jetzt ist aber so ein fetter, versiffter, alter Typ hinter so einem Regal hervorgekommen und guckte so abschätzig auf die beiden und sagte dann, ja toll, ich stehe auch jeden Tag auf. Aber mich feiert keiner. Und ich fand das gleichzeitig unheimlich lustig, aber auch sehr traurig. Und habe dann im Laufe der Zeit diesen alten Typen, diesen versifften alten Typen immer vor diesem Rewe gesehen, wie er mit so einem alten Pappbecher da saß und gehofft hat, dass man ihm noch Kleingeld reinschmeißt. Er war obdachlos und ich habe dann mit ihm geredet und er hat mir erzählt, wie es in Köln ist, wenn man obdachlos ist.
Und dann habe ich mir ja überlegt, ich schreibe ihm einen Text. Und es ist ein Song geworden, den ich jetzt mit Flo zusammen spielen will, der den Titel trägt Blume aus dem Teer. Früher war die Zukunft bunt und du blicktest Farben an. Und heute ist die Aussicht grau, wenn man das so sagen kann. Du hast tagelang gemalt und dann bist du manchmal ins Café. Deine Bilder waren gefragt, verdammt. Jetzt sitzt du da mit deiner Trainingsjacke. Kannst dich noch daran erinnern, was dich damals glücklich machte. Die alte Maisonette am Klofischplatz ist längst vermietet. Sie war ein Palast für dich, bevor sie dieser Banker kriegte. Morgens ging die Sonne auf an den Geranien. Ein bisschen ackern und dann lang Siesta wie in Spanien. Ist nicht so gut gelaufen, vor allem finanziell. Und auch die Liebe, die man eigentlich für eine Bindung hält, ist wohl aus Gründen hoher Ansprüche zerbrochen. Ich kann dir nichts versprechen, doch es wird schon versprochen. Auch wenn es kalt ist in dem Raum, der keine Heizung hat. Ey, lass mal, Junge, ist okay, ich kauf dir deine Zeitung ab. Die Welt ist rau geworden und es sind harte Zeiten. So hart, dass es vielleicht weicher wäre, ins Gras zu beißen. Es sind Gedanken, die dich beinahe jeden Tag begleiten. Auch wenn dir der Atem streikt, schafft es Luft für Fragezeichen. Was ist die Zukunft heute wert, fragt man. Und das Pflaster plus die Fugen sind gekehrt, aber da wächst eine Blume aus dem Teer, sagst du. Da wächst eine Blume aus dem Teer, eine Blume aus dem Teer, Blume aus dem Teer. Da wächst eine Blume aus dem Teer, Blume aus dem Teer. Da wächst eine Blume aus dem Teer, Blume aus dem Teer. Yeah! Da wächst eine Blume aus dem Teer. Du nimmst die 15 Richtung Hansaring und würdest dich in Schale schmeißen, aber momentan bist du ein Anti-King. Schmeiß dich in Schale. Ich meine den Plastiksitz und schließ die Augen nur, damit du keine Faxen kriegst. Du weißt den Blicken aus von all diesen Passanten, denn sie blicken auf eine gute Seele, die sie nicht erkannten. Ah, Scheiben zerkratzt. Seele zerkratzt, Hansaring verpasst, dann halt eben raus am Ebertplatz. Du hast Glück, die junge Frau, ein netter Seitenblick, ne Blume im Beton für dich, die Lady nimmt ne Zeitung mit, 50 Cent für'n Kaffee und ein Lächeln im Gepäck, du trinkst die Plörre schwarz und den Becher nimmst du mit. Kupfer für den Junkie an der Neusser hinterm Teich und Vergleich, mit diesem armen Teufel bist du reich, es reicht hinten und vorne nicht zum Leben. Du steckst vorne ein und hinten aus, von einem Ticket nicht zu reden. Was ist die Zukunft heute wert, fragt man, und das Pflaster plus die Fugen sind gekehrt, aber... Da wächst eine Blume aus dem Teer, sagst du. Da wächst eine Blume aus dem Teer, eine Blume aus dem Teer, Blume aus dem Teer. Da wächst eine Blume aus dem Teer, Blume aus dem Teer. Da wächst eine Blume aus dem Teer, Blume aus dem Teer. Yeah! Da wächst eine Blume aus dem Teer. Spät zur Zülpicher, da hängen noch die Studenten rum am Ende vom Semester und sie warten auf den Wendepunkt. Du schnaust die Kippen, weil du kaufen nicht kannst. Die Frauen mit gemachten Titten schnauzen dich an. Ein paar von ihnen werden heute noch gefickt ohne Liebe, doch das interessiert den Türsteher nicht. Er nimmt sie mit, weil er kann. Dir befiehlt er, dass du Leine ziehst. Du läufst zur Severins Brücke, die den Rhein passiert. Hier und da ein Kapitän, den man auf den Schiffen sieht. Manchmal winken sie dir zu, nur solange die Kippe glüht. Und die Sternschnuppen fliegen und erlöschen es sind. Je mehr sie flashen, nur leere Versprechen. Was ist die Zukunft heute wert, fragt man. Und das Pflaster plus die Fugen sind gekehrt, aber da wächst eine Blume aus dem Teer, sagst du. Da wächst eine Blume aus dem Teer, eine Blume aus dem Teer, Blume aus dem Teer. Da wächst eine Blume aus dem Teer, Blume aus dem Teer. Da wächst eine Blume aus dem Teer, Blume aus dem Teer. Yeah! Da wächst eine Blume aus dem Teer. Dankeschön. Flo Fehling an der Gitarre, meine Damen und Herren. Yeah. Wir kommen direkt zu einem zweiten Gast, den wir heute eingeladen haben. Und da es ein Best-of ist, ist es auch ein Wunschgast. Es ist jemand, der schon mal in dieser Show war. Und wir sind ihm beide sehr verbunden, mögen das, was er auf der Bühne tut, in ganz, ganz großem Maße und können ihn auch persönlich sehr, sehr gut leiden. Es ist ein Kölner Urgestein der Stand-up-Szene. Jemand, der in jedem Fall einen Saal zum Kochen bringt. Meine Damen und Herren, bitte klatscht ihn auf diese Bühne, der wundervolle Markus Barth! Danke sehr, vielen Dank. Dankeschön. Ich freue mich sehr, heute hier zu sein. Ich muss kurz erzählen, ich war Mittag noch was essen in Köln hier und am Nachbartisch wollte der Kellner amerikanischen Touristen die Speisekarte übersetzen. Und er wollte übersetzen, Wirsing-Roulade vom Hirschkalb. Wo ich schon so dachte, oh, sportlich. Ich könnte es nicht. Gucken wir mal, wie er es macht. Und er fängt an und sagt so, it's like a cabbage roll. Wo ich dachte, oh, cabbage roll, nicht schlecht. Wäre ich nicht drauf gekommen. Jetzt bin ich mal gespannt, wie er Hirschkalb übersetzt. Und er macht weiter und sagt, it's like a cabbage roll with
Bambi Inside. Leute, Bambi Inside, ehrlich. Was ist denn da ein falscher Hase? Wrong Bugs Bunny, oder was? Froh, dass er ihn ja auch noch Fischstäbchen übersetzt hat. If you open it, you'll find Nemo. Aber Fremdsprachen sind für uns Deutsche einfach ein spannendes Thema, oder? Außer für meinen Vater. Mein Vater nicht. Mein Vater hat eine ganz pragmatische Einstellung, wenn es ums Thema Fremdsprachen geht. Mein Vater ist nämlich der Ansicht, man muss gar keine Fremdsprachen lernen, um im Ausland zurechtzukommen. Es reicht, wenn man Deutsch sehr laut spricht. Ich war mit meinen Eltern in Frankreich, ja? Ein Land, wo Deutsch sowieso wahnsinnig gerne gehört wird. Und immer, wenn ich mit meinem Vater da in der Bäckerei war und er wollte irgendwie ein Croissant kaufen, ging das immer so, das da! Und irgendwann habe ich so gesagt, Papa, bitte, ich habe dir doch beigebracht, was bitte auf Französisch heißt. Na, sag doch wenigstens das. Und mein Vater so, okay, das schaffe ich. Das da! Siffluppe! Nein! Ich bin aber ein bisschen anders. Ich versuche immer im Ausland, wenn ich bin, immer alles richtig zu machen. Und das ist auch schwierig. Ich war letztes Jahr in Thailand im Urlaub. Und immer, wenn ich den Thailändern erzählt habe, irgendwie, dass ich aus Deutschland komme, kam immer dieselbe Reaktion. Germany! The Scorpions! Leute, was ist da denn bitte schiefgelaufen? Bitte, können wir alle wieder auf die Nazis angesprochen werden? Geht das? Gut, ich habe natürlich versucht, irgendwie richtig zu reagieren und habe gesagt, ja, es stimmte, die Scorpions kamen aus Deutschland, aber es waren auch nicht alle deutschen Scorpions. Also bei mir in der Familie gab es zum Beispiel gar keine Scorpions. Im Gegenteil, ja, meine Eltern haben sogar Nachbarn vor den Scorpions bei uns im Keller versteckt. Es war so lustig, ich habe vorher noch in meinem Reiseführer gelesen, was man in Thailand nicht machen soll. Und da stand wirklich drin, ganz wichtig, fassen Sie keinem Thailänder an den Kopf, ja? Starren Sie keinen Thailänder an. Und ganz wichtig, deuten Sie nie mit dem Fuß auf einen Thailänder. Das war natürlich schwierig für uns. Ne? Erkennt man ja in Deutschland, ne? Deutschen sich immer vorstellen, so, ja, hallo, guten Tag, ich bin der Schmidt und das ist meine Frau. Wollte ich alles gar nicht erzählen. Ich wollte eigentlich, also ich bin heute nämlich noch von Frankfurt nach Köln gefahren mit dem Zug und ich kenne diese Strecke. Ich glaube 100 Eisenbahntunnels. Du hast null Handyempfang. Neben mir ein Typ, der trotzdem die ganze Zeit telefoniert hat. Oder sagen wir es mal, er hat es probiert. Er hat nämlich die ganze Zeit genau einen Satz immer wieder gesagt. Ja, ich habe hier ganz schlechten Empfang. Ja, dein Empfang ist wirklich sehr schlecht. Ich habe wirklich ganz schlechten Empfang hier. Das ist Nee, ich habe wirklich ganz schlechten Empfang hier. Also aufgelegt, ich konnte es mir nicht verkneifen, habe ihn nur rübergelegt und habe gefragt, so, Entschuldigung, haben Sie hier eigentlich guten Empfang? Das ist gar nicht so mitgekriegt. Also, übrigens, wenn ihr auf so einer Strecke eure Mitreisenden mal in den Wahnsinn treiben wollt, dann macht mal Folgendes, holt einfach mal euer Handy raus, haltet es ans Ohr und sagt also, nein, ich verstehe dich fantastisch, erzähl weiter. Ah, so schön, oh, wirklich, spannend. Und dann noch auflegen und so tun, als würdest du gerade E-Mails checken. Ich sage euch, ich habe erwachsene Männer weinen sehen. Ich wundere mich auch immer wieder, weil im ICE mittlerweile auch so ganz private Gespräche in voller Lautstärke geführt werden. Ganz privater Scheiß wird einmal quer durch den ICE gebrüllt. Und ich habe mir das angewöhnt, bitte macht das auch. Wenn bei mir im Abteil jemand so ein ganz privates Gespräch in voller Lautstärke führt und dann auflegt, dann führe ich das Gespräch mit ihm weiter. Nee, bitte macht das mal. Einfach mal so von hinten durch den Sitz durchlehnen. Und einfach so fragen, Entschuldigung, was ich jetzt noch nicht ganz verstanden habe, ist. Das Einzige, was ich noch schlimmer finde als Leute, die telefonieren im ICE, sind Leute, die essen. Auf der Fahrt heute mir gegenüber eine 80-jährige Frau, die ganze Zeit Vollkornbrote gegessen hat. Und zwar Vollkornbrote. Weißt du so? Bauernbrot mit ganzen Bauern. Und ich schwöre euch, sie hat sich bei jedem einzelnen Bissen verschluckt. Bei jedem. Und weißt du, wenn dir eine 80-jährige Frau gegenüber sitzt, ja, und es geht so, da kriegst du Angst. Da kriegst du Angst. Besonders schlimm war es, als irgendwann so ging, so. Leute, ich habe unter meinem Tisch schon heimlich Luftröhrenschnitt gegoogelt.
bitte, warum muss man mit 80 überhaupt noch Vollkornbrot essen? Kann mir das mal jemand erklären? Damit man lange lebt? Mission erfüllt! Bitte, mit 80 esse ich doch kein Vollkornbrot mehr. Leute, mit 80 gehe ich morgens zum Bäcker, kaufe mir 3 Croissants, 2 Pains au Chocolat, mache eine Flasche Wein auf und schüre den Raclette-Grill an. So schaut's doch aus. Ich erstick doch lieber an der Mancherie als an einem Dinkelkeks. Dieser scheiß Gesundheitswahn, und das greift immer mehr um sich. Kürzlich eine Freundin von mir 3 Stunden einen Vortrag gehalten, warum man nach 18 Uhr keine Kohlenhydrate mehr essen darf. Weil Kohlenhydrate, die man nach 18 Uhr isst, machen dick. Da habe ich nur eine Frage. Woher weiß denn das Kohlenhydrat, wie viel Uhr es ist? Ne, ist mir leid, weil ich habe noch keine Kartoffel gesehen mit einer Armbanduhr, die gesagt hat, so, oh, oh. 18.12 Uhr? Jetzt mache ich ihn fett. Was, die Franzosen essen nachts um 11 noch Baguette und sind spindeldürr? Können französische Kohlenhydrate keine Uhr lesen oder was? Geht das in Frankreich so? Ich weiß nicht. Ist das die große Zagöre oder? Oder auch die kleine Zagöre? Woher soll ich wissen? Ich bin nur ein Hydrat de Kohl. Eine andere Freundin hat mir gesagt, sie kauft jetzt nur noch Zartbitterschokolade, weil davon isst man nicht immer so viel. Und ich streue mir jetzt immer Reisnägel auf die Couch, dann lungere ich da nicht so rum. Scheiß Gesundheitswahn. Ehrlich, wo es bei mir ganz aufhört, E-Zigaretten. Oh mein Gott. Oh mein, haben wir Raucher heute hier? Raucher, Hand hoch. Rauchst du richtig? So richtig? Ja, danke. So richtig so, ne, Tabak und Papier und Teppichreste rein. Geil, geil. Mach weiter. Mach weiter, wirklich. Es ist, bitte rauch keine E-Zigaretten, ich kriege immer Angst. Wenn mir in der Fußgängerzone jemand mit einer E-Zigarette entgegenkommt, denke ich immer, oh Gott, ein Irrer mit einer Flöte. Ich warte immer drauf, dass mir die Leute vor die Füße hüpfen und schreien, lausche meiner Melodie. Auch dieses Gesicht, das man macht, wenn man eine E-Zigarette raucht, habt ihr das mal gesehen? Dieses wie früher, das Reportagen in der Bravo, weißt du, so Vanessa, 16, mein erster Blowjob. Bitte stellt euch mal den Marlboro-Mann mit einer E-Zigarette vor. Weißt du, wenn er so angeritten kommt, so das Land, die Weide. Der Pfirsichgeschmack, was ist das denn bitte? Den echten Packungen sind ja jetzt immer diese Schockbildchen irgendwie. Schockt dich das? Darf ich mal fragen? Ist das so? Geht, oder? Ist noch okay? Nee, ne? Gibt's dafür schon so Panini-Alben eigentlich? Irgendwie so zum Sammeln und Tauschen? Ich weiß nicht. Wäre schön, oder? So kommunikativ auch so, hey, ich habe die Raucherlunge doppelt, kriege ich dein abes Bein vielleicht? Irgendwie was? Mein Lieblingsschockbild ist, ich weiß nicht, ob du es schon mal gesehen hast, gibt es wirklich so eine Frau, die schiebt einen leeren Kinderwagen vor sich her und daneben steht, irgendwie Rauchen schädigt ihre Spermatozoen und kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen. So, jetzt muss ich mal sagen, ja, wenn diese Frau den ganzen Tag einen leeren Kinderwagen vor sich her schiebt, Freunde, da sind die Spermatozoen aber das allerkleinste Problem. Ich würde gerne rauchen. Ich würde echt gerne rauchen, weil ich würde mir immer die Schachtel mit dem Spermatozoen-Hinweis holen. Nee, weil ich muss dazu sagen, ich bin schwul und ganz ehrlich, mir doch scheißegal, wie meine Spermatozoen aussieht. Freunde, meine Spermatozoen können von mir aus 3 Köpfe haben und 5 Schwänze und im Dunkeln leuchten. Das wäre mir doch scheißegal. Ich würde immer ins Kiosk gehen und würde sagen, die Schachtel will ich. Und wenn der Verkäufer dann sagt, du weißt aber, das kann deine Spermatozoen schädigen, würde ich sagen, pa, für meine Zwecke reicht's. Homosexualität muss ich erklären hier? Nee, oder? Nein, das ist in Köln nicht. In Köln sage ich, ich bin schwul, das ist immer so ein bisschen wie wenn sich in Mumbai jemand auf die Straße stellt und schreit, damit ihr es alle wisst, ich bin Inder. Aber es gibt auch noch andere. Es gibt noch andere. Letztes Jahr, saarländische Ministerpräsidentin hat gesagt, man darf die Homo-Ehe nicht gleichstellen, sonst werden als nächstes noch Geschwister geheiratet.
Nein. Und übrigens, glaube ich, damit hat es für die Leute im Saarland eher noch attraktiver gemacht. Ich wurde jetzt zum ersten Mal in meinem Leben homophob beschimpft. In Köln, das kannst du gar nicht ausdenken. In Köln schreibt mir ein Typ auf der Straße hinterher, ey du Schwanzlutscher. Und ich war so perplex, ich wusste überhaupt nicht, was ich sagen soll. Ich habe mich dann umgedreht und gesagt, ja, das ist soweit korrekt. Deine Freundin übrigens auch. Also ja, stimmt, ist geil. Bitte, was ist das denn für eine Beleidigung? Bitte, wenn ihr uns beleidigen wollt, ja, dann lasst euch wenigstens was einfallen, was uns wirklich trifft. Was weiß ich, deine Schuhe passen nicht zur Hose. Was? Beschämt. ABBA war eine wirklich schlechte Band. Jetzt reicht's aber, Thomas. Gut, ich habe auch Vorurteile. Ich habe auch Vorurteile. Machen wir uns nichts vor. Ich habe auch Vorurteile. Ja. Kürzlich so eine Sendung gesehen, 4 Hochzeiten und eine Traumreise. Kennt das jemand zufällig? Mal gesehen. Hast du die Folge gesehen mit der Frau? Ich erzähle das kurz. Da saß eine Frau in ihrem Brautkleid irgendwie und spricht so in die Kamera und sagt so, übrigens, mein Kleid, das ist nicht gekauft, das hat mein Verlobter selbst geschneidert. Und ich so, bitte was? Bitte was hat dein heterosexueller Verlobter für dich gemacht? Und sie macht weiter und sagt so, ja, aber nichts Falsches denken. Mein Verlobter, der ist kein Schneider. Nee, mein Verlobter ist Friseur. Und ich so, bitte was? Bitte was ist er? Und sie hört nicht auf und sagt so, ja, und er hat auch hier die ganze Deko gemacht und er hat auch unsere Einladungskarten gestaltet. Und ja, wenn ich ehrlich bin, ist mein Verlobter meine allerbeste Freundin. Und dachte ich nur so, oh Mädel, lauf. Lauf so schnell du kannst. Ich weiß, es gibt jetzt erstmal Geheul und Geschrei und verschmiertes Make-up, aber glaub mir, irgendwann beruhigt sich dein Verlobter auch wieder. Nein, ich habe die Sendung dann weitergeguckt und es war total romantisch und total schön. Ich habe auch die Hochzeit gesehen und besonders gut hat mir die Stelle gefallen, wo sie ihn dann über die Schwelle getragen hat. Vielen Dank, das war's. Ciao. Markus Barth, meine Damen und Herren. Yeah. Nein, Markus, erstmal vielen Dank, dass du heute da bist. Ja, sehr gerne. Ich muss dir das wirklich gestehen. Ich bin wirklich riesen Fan von dir. Ich bin ein sehr zynischer, kritischer Mensch. Ich finde 90% von allen Leuten aus dem Comedy-Bereich kacke. Müssen wir uns nichts vormachen. Ich finde meistens alles kacke. Aber bei dir habe ich da immer wirklich, ich habe immer das Gefühl, du bist einfach so, wie du auch irgendwie privat bist. Du bist locker, du bist nicht so verstellt und irgendwie so aufgesetzt, sondern erzählst einfach irgendwie wie so ein Mann, der mir in der Kneipe abends begegnet, am Tresen Geschichten. So, und ich frage mich immer, gab es einen Zeitpunkt in deinem Leben, wo du gemerkt hast, das, wie ich die Welt sehe, wie ich sie betrachte und irgendwie, wie ich es auch wiedergeben kann, irgendwie mit den Anekdoten, das ist verdammt lustig und gehört irgendwie auf eine Bühne? Das ist interessant. Also ich meine, ich finde es natürlich wahnsinnig schmeichelhaft, aber ich glaube, ich bin wirklich das schlechteste Kneipenclown der Welt. Also das ist wirklich, weil ich stehe immer daneben und wenn ich ehrlich bin, sage ich auch gerade so in der Kneipe gerne gar nichts. Also ich war irgendwie früher schon dafür berühmt, dass ich mit meinen Freunden irgendwie in der Kneipe saß und alle haben sich unterhalten. Ich saß da, hab Kerzenwachs gepittelt und bin dann irgendwann zum Flipper gegangen. Und so. Und bei mir ist eher so das größere Problem, ich habe ja einen Hund so und ich gehe immer mit dem Hund spazieren und da fallen mir dann immer die Sachen ein und dann muss ich immer lachen, so, wenn ich was selber lustig finde. So. Das heißt, wenn ihr also irgendwann mal Geschichten hört von einem Typen, der immer in Köln am Aachener Weiher rumläuft und dann immer so, das bin ich. Das ist eigentlich ganz traurig, aber ja. Dafür kann ich es ja hier ausleben. Das ist schön. Wir waren, Quichotte und ich waren mal in Köln in der Kneipe, das war so großartig. Da war, wir hatten den Christoph dabei, ein guter Kumpel von uns. Und Christoph ist leider kontergan geschädigt, hat nur einen Arm. Und dann sind wir in diese Kölner Kneipe und da stand so ein älterer Gastwirt am Tresen. Und dieser Gastwirt guckte Christoph nur an. Und das Erste, was er sagte, war, oh, ich wünsche Ihnen eine gute Besserung. Es war eine so absurde Situation, muss man einfach sagen. Hast du manchmal das Gefühl, dass Köln sich besonders hervorragend eignet, um Anekdoten auf der Straße aufzuschnappen? Sind die Leute hier besonders... Ich glaube schon. Und auch da kann ich wieder nur die Hundewiese empfehlen. Also es war, das letzte Mal ist es einfach passiert, neben mir ein wildfremdes Pärchen, ich kannte die gar nicht. Ich war mit meinem Hund da und so und irgendwann dreht sich die Frau zu mir und sagt, meiner kriegt ja immer ein Leckerli, wenn er kommt. Und ich konnte ja alles als zu sagen. Ich hoffe, Sie sprechen von Ihrem Hund, aber ich bin mir gerade nicht sicher. Deswegen, das
so. Und dann gehe ich, und wirklich am selben Tag gehe ich von der Hundewiese runter, kommt mir eine andere Frau entgegen, guckt mich und meinen Hund so an und sagt so, na, habt ihr Geschäfte erledigt? Habt ihr Geschäfte erledigt? Das habe ich auch gerade gemacht. Und das Problem ist, die hatte noch nicht mal einen Hund dabei. Ich war völlig fassungslos. Aber das ist großartig. Wenn man auch so reagieren muss, dann manchmal spontan. Ja. Ich bin immer in letzter Zeit auf dem Kinderspielplatz, weil ich jetzt neuerdings einen Sohn habe. Und dann war da auch so eine Das eine hoffe Frau, ich, ohne Sohn wäre es gruselig. Ohne Sohn wäre es... Ja, das wirkt gerade bei bärtigen Männern immer ein bisschen spooky, wenn sie auf dem Kinderspielplatz so bringen. Nee, aber da schnippt man ja auch immer so lustige Sachen auf. Eine Frau, die hat irgendwie gesagt, der Luca, der ist jetzt irgendwie seit 2 Monaten trocken. Und dann guckt sie mich so an und ich habe gesagt, meiner säuft noch immer wie ein Loch. Ist auch schön, wenn manchmal einem spontan was einfällt. Das Problem ist, so, ich habe das auch, also im Alltag selber, wie du das gerade erzählst, bin ich eigentlich immer derjenige, der eigentlich am stillsten ist von allen und irgendwie das alles kompensiert für die Bühne und irgendwie da das rauslasse. Meinst du, ist bei dir ähnlich? Das ist bei mir total ähnlich, weil ich bin aber auch, also aus dem Landstrich, wo ich komme, in Franken, bei uns wird einfach auch nicht so viel geredet. Ich bin ja in Franken geboren und wirklich Originalzitat von meinem Vater, als ich 2 Jahre alt war, wurde mein Vater mal gefragt, ob ich denn schon sprechen kann. Und mein Vater hat geantwortet, ja, können du das bestimmt? Das war alles so. Wir haben vorhin über den Kölner Hauptbahnhof ein bisschen gesprochen, als Inspirationsquelle. Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Der Dortmunder Hauptbahnhof ist, glaube ich, relativ ähnlich prädestiniert dafür. Da ist eigentlich, wenn du den Dortmunder Hauptbahnhof siehst, dann fragst du dich manchmal, also du denkst dir zumindest, dass sie bei Walking Dead jede Menge Produktionskosten hätten sparen können, wenn sie das mal früher für sich entdeckt hätten. Du hast mir vorhin etwas Großartiges erzählt vom Kölner Hauptbahnhof. Kannst du das nochmal erzählen? Ich fand die Geschichte so bizarr, weil ich war da gibt es so einen Sushi-to-go-Laden irgendwie so und die haben da vorne ihre ganze Auslage drin, also so das fertige Sushi. Und ich bin dahin, habe mir ein Sushi geholt, habe mich da reingesetzt, irgendwie habe gegessen. Und dann kam eine japanische Familie, stellt sich vor diese Auslage von diesem Sushi to go, guckt sich dieses ganze Sushi da an, das da lag, und macht dann so. Und geht. Und ich sitze da mit meinem Magi. Und das Geilste war aber auch, dass der Verkäufer dann auch noch so eine Geste hinterhergeschoben hat. Nämlich der guckt diese japanische Familie an und sagt so, ja, naja. Nach dem Motto, sie wollen es halt so irgendwie. Und ich habe mir gedacht, nächstes Mal wieder Currywurst. Ja, sehr vertrauenserweckend, glaube ich, dieses Gefühl. Ach, schön. Ich habe am Kölner Bahnhof letztens gesehen, da gibt es, glaube ich, so ein Rewe to go auch. Da gab es tatsächlich abgepackt in so einem Becher, wie so Smoothies oder sowas, gab es einfach tatsächlich Chiasamen to go. Also nichts anderes, da waren einfach nur Chiasamen drin. Ich habe mir gedacht, wer kommt im Zug auf die Idee, sich so einen Liter Chiasamen in die Binde zu kippen? Ich habe auch letztens gelesen, dass es sind mittlerweile 3 Menschen weltweit an Chiasamen schon erstickt. Was ich persönlich großartig finde, weil ich das Zeug auch nicht sehen kann. Fertig. Weil sie irgendwie vergessen haben, da Wasser zuzutrinken. Dann ist das im Hals so angequollen und die sind elendig krepiert. Was uns zu deinem neuen Buch bringt, mein Lieber. Du hast ein Buch veröffentlicht, es heißt Sojasteak an Vollmondwasser. Das Handbuch der überschätzten Lebensmittel. Das finde ich persönlich. Ich war ein bisschen sauer auf dich, weil, nee, muss ich dir wirklich sagen, Quichotte hat gesagt, Markus Barth ist in 2 Monaten zu Gast. Und ich hatte gerade angefangen, ein Buch zu schreiben, aber auch, wo so Lebensmittel ein bisschen persifliert werden, mit dem Titel Die Arche Quinoa. Und dann kamst du hier mit dem Zeug um die Ecke und ich dachte, scheiße, war wieder jemand schneller als du. Markus, mein Lieber, großartig, was... Kannst du ein bisschen was zu dem Buch erzählen? Worum geht's? Wie ist es aufgebaut? Du wirst lachen, es ist tatsächlich der Auslöser waren Chiasamen, weil irgendwann hatte mein Mann Chiasamen gekauft und ich habe die Dinger gefunden und wusste nicht so recht, was man damit machen soll. Dann habe ich ein bisschen im Internet recherchiert und dann wusste ich immer noch nicht, was man machen soll. Und dann habe ich einen Text über Chiasamen geschrieben, der hieß Der Maya-Maus-Dreck und den habe ich auf meine Homepage gestellt und was dann passiert ist, habe ich einfach so noch nie erlebt. Der wurde innerhalb kürzester Zeit 1000-fach geteilt und ich weiß nicht was. Und das Feedback war sehr positiv. Es gab aber auch so eine hartnäckige Gruppe von, wie ich sie nenne, Dschihadisten. die mich wirklich übelst beschimpft haben. Und da dachte ich mir, ach, dann mach ich doch gleich noch weiter. Und dann ist dieses Buch daraus entstanden. Möchtest du vielleicht ein, was? Ich kann, kleinen Beispiel, wenn wir noch Zeit haben. Also manche Sachen musste ich ein bisschen aufwendig recherchieren. Für einen Text bin ich zum Beispiel wirklich kreuz und quer durch Deutschland gefahren und habe mich einmal quer durch Speisekarten gefressen. Das ist dann der hier. Vollständige Liste der Dinge, die leckerer werden, wenn man Petersilie darüber streut. So, das war's auch schon. Meine Damen und Herren, Markus Barth war das. Danke sehr. Wie gesagt, Sojasteak an Vollmondwasser, sein neues Buch. Vielen Dank, dass du heute unser Gast warst.
Ja, wir sind nahtlos bei der Kategorie, die uns mittlerweile sehr ans Herz gewachsen ist. Und zwar machen wir allmonatlich ein Bad Verse Battle. Das bedeutet, Patrick und ich versuchen uns auf eine möglichst mit schlechten Vergleichen gespickte Art und Weise gegenseitig fertig zu machen. Das ist entlehnt dem Bad Bars Battle, was aus dem Rap kommt. Und wie gesagt, im Zentrum stehen schlechte Vergleiche. Wir haben wieder beide einen 16-Zeiler geschrieben und mein Lieber, sollen wir die Schnick-Schnack-Schnuck-Runde machen, wer anfangen muss? Ja, alles klar. Okay, also wer gewinnt, wer verliert, fängt an. Ja. Oder? Okay, alles klar. Eine Runde. Schnick, Schnack, Schnuck. Okay, dann muss ich anfangen, ne? Ja. Okay, alles klar. So, ihr müsst so ein bisschen rapmäßig gucken. Könnt ihr mal so ein bisschen agromäßig vielleicht? Ja. Ihr sitzt jetzt alle, ist scheißegal. Einfach mal so ein bisschen, guckt mal so ein bisschen Gangster dabei. Ja, sehr gut, das läuft. Okay. Du bist ein alter Knochen, wie das Skelett des Stegosaurus. Doch die Karriere lässt du ruhig angehen, wie Motoren von Elektroautos. Denn deine Texte haben selten Flow, wie ein desinfizierter Kinderhort. Und man hofft, sie werden eingestampft, wie Skipisten beim Wintersport. Denn du bist Schnee von gestern, wie Koksreste an Hemdkrägen. So erlebt man bei deinen Lesungen Proteste durch Fremdschämen. In mir sind Grammatik und Wortschatz vieler Langenscheids vereint. Und dass du ein Lappen bist, ist wahr, wie die Vergangenheit von Sein. Bam. Und das war erst die Hälfte. Wenn ich dich als Talent bezeichnen sollte, mein Lieber, lügen müsste ich. Denn als Künstler bist du wie zu dünnes Wasser. Überflüssig. Deshalb machst du keinen Stich wie talentfreie Messerstecher. Nur Pappschild und Hut machen dich in der Fußgängerzone zum Battle-Rapper. Was du eigentlich nicht bist, denn du sagst echt zu oft das Gleiche. Und deine Vergleiche sind schlecht, wie zu schlechte Vergleiche. Wer hat's mir gegeben? Ja, da machst du ein langes Gesicht, wie ein armes, dickes Fohlen. Denn deine Intelligenz ist wie Lieferdienste. Da ist nichts zu holen. Bam, fertig. Ja, ja. Lächerlich, mein Freund. So, schnall dich an. Oh. Du willst dich messen, mein Freund. Es ist verwunderlich, Bitch. Weil du wie Kuchenböden letztlich nur die Unterschicht bist. Du bist nur Randfigur, Bitch. Merk dir mein Wort. Ich stehe im Fokus. Wie ein Zwerg in einem Fort. Bitch, du klebst an mir, so wie im Club die Weiber. Doch ich mach die Schotten dicht, wie ein Pub-Betreiber. Du hast Inkontinenz, solltest echt keinen mehr saufen. Du bist wie ein freundlicher Knastwächter, lässt einfach laufen. Ich kenn keine Gnade, wenn mich dieser Stricher verscheißert. Denn ich bin wie ein Spukschloss am helllichten Tag. Nicht sehr begeistert. Ein Battle gegen mich, Bitch. Es kostet dein Leben. Ich bin Raps Timo Horn, nur von Pfosten umgeben. Ich zieh die Bitches an, wenn ich mich in Strandmode kleide. Und du musst kürzer treten, wie ein Mann ohne Beine. Du bist wie Dreck, der mir gestern erst mein Sofa verschmutzte und fällst mir in den Rücken wie eine Pullover-Kapuze. Das war das Bad Verse Battle, liebe Freunde. Ich würde sagen, hart, aber wahr. So ach sieht's Gott, aus. Ich könnte ja den ganzen Tag nichts anderes mehr machen, wenn ich ehrlich bin. Aber, ja, ich sehe uns auch mal so eine Tour machen, einfach so jeder mit 460 Zeilen und dann einfach schön 2,5 Stunden lang Battle Rap. Das ist hervorragend. So, wir kommen zu einer Pause von ungefähr, sagen wir mal, eine Viertelstunde bis 20 Minuten. Und ihr habt die Möglichkeit, gleich auf diese Zettel in der Pause Wörter zu schreiben. Ich werde die dann nach der Pause in einem Freestyle benutzen. Schreibt bitte nur ein Wort auf den Zettel, auf jeden Zettel, das wäre super. Aber lasst euch irgendwas Krankes einfallen. Schreibt da drauf, was ihr wollt. Ihr könnt alles, was ihr mal auf dem Herz hattet, könnt
könnt ihr hier auf diese Zettel pappen. Wir hoffen, die Show gefällt euch. Gleich kommt noch ein weiterer exklusiver Gast. Nochmal vielleicht einen Riesenapplaus, bis es in die Pause geht, für den wunderbaren Markus Barth, meine Damen und Herren. Schön, dass du da warst, mein Lieber. Ja, okay, ich mache das mal so. Ich lese alle Wörter vor, die in diesen Freestyle rein müssen, damit jeder weiß, was alles drin vorkommen soll. Und dann könnt ihr euch noch so ein Thema überlegen, was über allem schweben soll. Aber habt ihr noch ein bisschen Zeit. Ich lese mal vor. Das erste ist direkt ein catchy Wort, was super krass ist. Und zwar Haushaltswarengeschäft. Ja, finde ich gut. Dann, da weiß ich. Relaxo oder Relaxo? Ist das Relaxo? Ein Pokémon ist das? Wahrscheinlich ein sehr aktives Pokémon. Relaxo, er hat ADHS. Er ist, ja, okay. Finde ich gut. Das heißt Relaxo oder Relaxo? Relaxo, okay. Klingt auch wie so ein Drink irgendwie. Aber gut. Ja, finde ich gut, okay. Kann das irgendwas, was krass ist? Es pennt einfach die ganze Zeit. Okay, ja, wieso nicht? Ich finde, es ist sehr nah an der tatsächlichen Welt, auch diese. So, das nächste finde ich auch großartig. Das ist Embryoschleim. Das ist hervorragend. Achterdeck. Okay, Achterdeck. Ja, krass. Geil. So, wir haben Seemann anwesend. Wir haben sehr viele, oft kommen Kapitäne zu uns. Wir haben ganze Shows, wo nur Smarts sitzen. Komplett. Damenbart. Ja, finde ich auch. Das sollte man auch mal wieder. Man muss auch dazu, ich finde das auch irgendwie, ich weiß nicht, wie ich mich jetzt aus der Situation wieder raus, aber es gibt ja auch Frauen, die Hipster sind. Ist doch schön. Na gut, Warzenschwein. Ja gut. Das ist gut. Hopfensmoothie. Du meinst doch einfach nur Bier, was ist denn los? Angina pectoris. Oh, Angina pectoris. Ist das, wo du im Moment dran leidest? Ne? Naja, hat nämlich Halsschmerzen, der kleine Schnutz. Oh, danke. Ach, ihr seid so gut einfach, das ist echt. Das ist aber auch wirklich schlimm. Ja, und er mag das auch total. Er muss immer bemitleidet werden. Ich muss ihn manchmal tagelang massieren, einfach. Wobei, ich habe jetzt gesagt, ich muss. Also es ist schon so, dass ich das auch. Ich appreciate das schon auch so ein bisschen. Ne? Ich mache das schon ganz gerne. So ein bisschen am Oberschenkel. Klar, rutscht da mal die Hand aus. Aber gut. Was habe ich mich schon in den Sackfalten verheddert? So, klar, es wird jetzt ein bisschen. Das privat. War die Late Night Show, Freunde. Kommt alle gut nach Hause. Bis bald. Tschüss. Ach, Junge. Es wird vom Niveau nicht mehr besser. Ja, was heißt hier, wird nicht besser? Das ist ja einfach nur die Realität. Jetzt kommt ein schönes Wort und zwar. Ich habe eben wirklich, das ist kein Witz, habe ich gelesen, Chiasalmen. Aber es sind Chiasamen natürlich. aber es ist, genau, Chiasamen. Dann hat jemand da drauf getaggt, ACAB. Das ist natürlich krass. All cops are bastards. Das ist natürlich nicht meine Sicht der Dinge. Was auch lustig ist, in dem Zusammenhang ist, es gab ja wirklich mal so eine Dokumentation, in der über Writer berichtet wurde und da gab es so einen Bürgermeister oder irgendwie so ein politische, weiß ich, irgendwelche Politiker haben gedacht, das wäre einfach ein türkischer Vorname. Der hieß halt Acap oder so. Ne? Und die berichten halt in dieser Dokumentation die ganze Zeit so, ey, was ist das für ein Komiker? Wir müssen diesen Acap finden, der die alle Wände voll schmiert. Finde ich sehr gut. Also, ACAB, ACAB, nehmen wir rein. Streichholzschächtelchen. Schön. Chlamydien. Ist auch sehr gut. Danach Wildentenflug und Kölle Alarv. Ja, das ist doch schön. So, jetzt könnt ihr überlegen, was ihr für ein Thema noch haben wollt. Und ich mache derweil einen Beat. Schon mal Gangster. Jetzt ist die Frage, da kam noch ein anderes Instrument rein. Ihr müsstet mir sagen, welches, wenn ihr das wollt. Monophon? Saxophon. Oh, krass. Saxophon ist krass. Na gut. Boah, muss ich gucken. Ich hasse Tasteninstrumente.
Ja, ich spiele immer so mit so einer Prekariatsattitüde, die ich bin eigentlich sehr gebildet. Das muss man wirklich sagen. Ich bin echt sehr gebildet. Aber ich spiele gerne damit. Das nur am Rande. Jetzt kommt's aber. Saxophon kann ich nicht. Das muss ich einfach sagen. Ich muss es zugeben. Ich wollte darüber wegspielen. Ich kann kein Saxophon. Ich versuch's trotzdem. Ja, ich weiß. Aber ey, das ist jetzt so ein bisschen wie in so einer Waldorfschule. Ihr müsst mich einfach mal machen lassen. Lass mich einfach mal. So, gucken wir mal. Alter, was für ein Understatement. Das war das krasseste Saxophon, was ich je gehört habe. Du bist mir einfach so ein lieber Freund, dass du so schöne Sachen sagst. Ja, wirklich, Miles Davis kann einpacken. Der ja, aber der hat auch Trompete gespielt. Ja, ja. Scheißegal. Deswegen ja. Ja, siehst du, ich bin halt nicht so gebildet wie du. Super. Ja, ja, ich habe dann immer versucht, ich bin eigentlich der Dumme in der Show. Also das war immer die Idee, aber naja. So, ich finde das gut, das ist ein guter Vorschlag. Ich muss mich da trotzdem für entschuldigen, ist okay, das ist in Ordnung. So, ich habe den Beat aber kürzer gemacht als sonst, aber ich weiß nicht wieso, aber ist egal. Ich mache das jetzt geht's los. Habt ihr noch ein Thema? Kindergarten und Karneval. Ja, Karneval liegt ja auf der Hand bei Kölle Alaf, aber bei Kindergarten ist klar, da denke ich auch sofort dran, wenn ich Chlamydien lese. Dass dann, nee, geht los, machen wir so. Kindergarten und Karneval, ich versuche das zu verbinden. Yes, yes, yo, motherfucker, was geht? Das ist übrigens Rap. Man muss da auch ein bisschen, muss man auch Street Credibility haben. Pass auf, okay, pass auf, alles klar. Yeah, chick. Der Kindergartenmann, er gibt keinem mehr die Hand, denn er sprüht immer ACAB an die Wand. Das ist das kleine Kind, er heißt eigentlich Luigi. Doch trotzdem hat der Graffiti sprühende Bee Gees. Ja, er ist unterwegs. Ja, der kam. Er ist der Typ, der macht keine Reklame. Nein, er macht keine Reklame und auch keine Reklame. Das Einzige, was er frisst, ist Chiasamen. Er ist cool drauf, seine Mutter ebenso, denn sie ist wahrscheinlich seines Lebens froh. Er sagt immer, warum er sich so dermaßen freute, denn er hat eine coole Desoxyribonukleinsäure. Habe ich gar nicht vorgelesen, steht aber trotzdem da. Und ich weiß ganz genau, es ist Karneval, also alle schreien ja oder nein oder sind viel zu hart. Außer der Frank, der hat einen Damenbart. Das ist ziemlich geil, denn er trägt ihn unten rum und ist wahrscheinlich abends schon lang verschwunden drum. Hat er gesagt, verdammt, ich drehe hier meine Runden um. Eine Frau zu finden beim Karneval, um zu bumsen und dann wahrscheinlich zu sagen, dass wir irgendwann Kinder haben und die schicken wir da dann wohin? In den Kindergarten. Natürlich, denn es sind viele Musizien, die dann spielen und die Kinder haben alle Chlamydien. Das ist leider so, denn die haben sehr viel Geschlechtsverkehr, was ich für gut halte, obwohl es schlechter wäre. Denn alle sagen sich, das ist doch Selbstbetrug, denn am Ende enden sie wie Wildentenflug. Die fliegen weg und zwar durch die Luft und Chlamydien erzeugen einen wohlig warmen Duft. Denn es ist ja so, man fängt da an zu hinken. Und außerdem fangen die Dinger irgendwann an zu stinken. So ist das. Der ist der Typ beim Beischlaf. Aber das passiert alle, während alle sagen Kölle Alaf. Dann ist es so. Beim Karneval wird viel gefickt. Und ich sag das so, weil es einfach mal so ist. Und das ist halt so. Deswegen sage ich das ja. Und ich sage jetzt, dass ich das gesagt habe, weil ich das sagen wollte, ja. Und ja, habe ich gesagt, eben schon wiederholt. Aber scheißegal, ich bin so schlecht wie Dieter Bohlen. Aber es ist wichtig, denn man sollte den Typ nicht ächten. Denn er ist so wie ein Streichholzschächtelchen. Ziemlich klein. Und man könnte es besser verbrennen. Aber ich wollte die Scheiße eigentlich gar nicht benennen. Denn es ist ja so, im Kindergarten ist es nicht gut, sehr hart zu sein. Sonst wird jedes Kleinkind zum Warzenschwein. Das passiert sehr oft und auch im Karneval. Denn man nagelt sich im Kindergarten an den Marterpfahl. So lief das bei uns damals. Also ich war nie das Opfer. Ich war nur der Typ, der auf neue Hämmer gehofft hat. Denn die Hämmer waren kaputt, weil ich zu viele genagelt habe. So war das eben damals. Ja, damals war ich hart, verdammt. Ich bin der Typ. Ich bin so gut wie jeder zweite Hopfen-Smoothie, den trinke ich immer wie ein Karneval auf der Straße. Und meistens ziehen andere Leute sich noch eine Nase. Das mache ich aber nicht, denn das ist im Kindergarten verboten gewesen. Deshalb nehme ich noch heute keine Drogen. Ich bin dieser Typ, ich habe eine Freundin, die heißt Doris. Die hat so einen Hals wegen Angina pectoris. So ist das. Die ist immer ziemlich krank. Aber mir ist das scheißegal, denn ich liebe halt den Funk. Und ich sage ja immer, ey Mann, was ist denn los? Ist dir schlecht? Und dann geht sie immer in ein Haushaltswarengeschäft und kauft neue Sachen. Ich sage, ey, alte Fete, geh doch besser in eine Apotheke, da hast du Medizin. Und sie sagt, nee, ist mir egal, ich geh in 1 Euro Shop und ich kaufe ein Lineal.
Damit messe ich den Schmerz in meinem Hals. Und ich sage, alles klar, ja, das ist falsch. Man eine gute Idee haben, muss eher eine schlechte. Und sie sagt dann, ja, klar, und gib mir eine rechte. Denn es ist so, sie ist ja gewalttätig. Denn es ist eben so, sie war damals schon mal beerdigt, ist dann wieder aufgestanden und macht Faxen so. Hat man sie irgendwann getauft als Namen Relaxo. So war sie. Sie macht nicht viel. Sie sitzt immer nur zu Hause, aber das hat Stil. Sie sitzt oft auf der Couch und relaxt wie ein Schwein. Aber mir ist das scheißegal, denn im Haus kommt keiner rein. Und weil da keiner reist, kommt, gibt's auch keinen Keim. Außer an ihrer Muschi, da ist Embryoschleim. So ist das. Sie ist ziemlich versaut. Aber ich hab diese allen Fotze leider vertraut. Und dann hab ich gesagt, verdammt nochmal, du bist die, die die Achter check. Deswegen schickte ich sie damals auf das Achterdeck. Da musste sie dann schrubben. Sie konnte auch gut putzen. Und ich dachte zu, sonst war sie zu nichts Nutze. So war das. Das ist ein ziemlicher Diss. Aber ich glaube, ich hab mich verrannt und dann damals verpisst. Denn das war schon im Kindergarten so und auch am Karneval. Und ich hab gesagt, alles klar, Mann, ich bete wie beim Abendmahl. Das mache ich immer lustig und dann ist das Ding vorbei. Denn ich weiß ganz genau, Kindergarten hatte Style. Vielen Dank. Dankeschön, meine Damen und Herren. Herzlichen Dank. Ja, vielen Dank. So. So, wir kommen nun zu einem ganz anderen Thema. Der liebe Herr Quichotte wird mich nach diesem lyrischen Inferno hier nun am Klavier begleiten. Ich werde etwas vorlesen. Es wird im März wahrscheinlich nächsten Jahres ein Gedichtband erscheinen von mir mit dem Titel Zwei weitere Winter. Und daraus lese ich in letzter Zeit bei der Die Late Night Show immer mal so 4, 5 kurze Gedichte vor. Und ja, heute mal mit musikalischer Untermalung. Ich bin sehr, sehr gespannt. Das allererste Gedicht trägt den Titel Kopf kleiner als Welt. Manchmal zieht das Gesagte als flüchtige Landschaft ganz unberührt an mir vorbei. Manchmal schlafe ich in eurer Sprache. Da sind eure Augen verschlossene Fenster, eure nimmermüden Münder Betten, auf denen ich ruhen will. Manchmal stehe ich inmitten von Menschen. Da fühle mich an keinem Ort der Welt mehr allein. Wir. Im Gegenüber ein Abweichen, der symmetrische Achse zwischen den Blicken 8 Grad vielleicht. Im Nebeneinander einer Verzögerung der Schritte, ein leichter Absatz nicht mehr als 0,2 Meter. Im Gespräch ein Schwinden der Adjektive, reduzierte Sprache ohne Details, ca. 2 Sekunden pro Satz. Sie waren einander fremd geworden, doch nie genug, um zu gehen. So blieb ein Wir noch Jahre bestehen. Dieser Kopf steht dir prächtig. In deinen Augen liegt unter den aufblitzenden Lidern ein etwas schwermütiger Blick. Er passt hierher zu uns. Deine zaghafte Stimme als Untermalung einer Welt, die immer ein kleines bisschen zu laut, die immer ein kleines bisschen zu viel ist. Lediglich die Sprache deiner Stirn wirkt hier unpassend. Ein bisschen zu viel, was wäre, wenn, ein Grübeln über die Welt. Vielmehr ein Abwägen ihrer Möglichkeiten. Wenn man Sorgenfalten kürzt, bleibt die Sorgfalt bestehen. Also schenke ich dir einen Hut, er ist grün. Ein wenig zu groß und fällt ins Gesicht. Lass uns Schnaps auf die Schwermut trinken. Die Köpfe und Gläser erheben dieses Leben. Es steht hier prächtig. Ein Prosit auf uns. Zwischenraum. Hier fehlte vielleicht nur ein Wort, ein Blick, ein stummes Zugeständnis. Im stetigen Hoffen auf den Fortgang des Wagen und im Erahnen müssen von Ungesagten. Wir klammern uns an diesen Ort und alles, was bleibt, entspricht in der Form von Selbstgefälligkeit. Wir haben uns eingerichtet in diesem Zwischenraum. Die Dielen geschliffen, die Wände gestrichen. Da sind 2 Deckenlampen, Gardinen und Gerbera auf dem Fensterbrett. Gewöhnlich, sagen wir. Wohnlich, sagen die anderen. Vor uns liegt ein Meer, wogend und klar. Sonst bleibt nichts zu sagen. Was fehlte, war vielleicht nur ein Bild. Manchmal braucht es das wohl. Anbei der Versuch einer Skizze. Das goldene Haus. Als würde ich eine unsichtbare Wand verschieben wollen, stehe ich, die Arme vom Körper gestreckt, auf einem goldenen Feld. Hier, wo mich das Randlose erstmals bedrückte, wo es keine Zäune und Baumkronen gibt,
Bei zunehmender Ausdehnung der Landschaft gestatten am Lungenflügel der Herr Pianist. Für sie ein Lied in Allegro. Als wäre das Dach über mir zu niedrig, stehe ich, den Kopf eingezogen, auf dem Gipfel eines Berges. Was ich vermisse, Atem. Ein notwendiges Gespür für Weite. Manchmal schwimme ich mit den Armen rudernd durch einen Einbauschrank. So als wäre er das Meer. Ich notiere, dass alles ist seltsam. Vielen Dank fürs Zuhören. Quichotte am Klavier. Das so. War aber romantisch. Ja, natürlich. Ich habe es für dich auch mit Herz gespielt. Muss man sagen. Und mit Sack. So, jetzt kommt eine Kategorie, die wir versuchen zu etablieren und mittlerweile funktioniert es einigermaßen. Und zwar, jetzt bin ich sehr gespannt, versuchen wir jedes Mal, die Zuschauer dazu bitten, ein Tagebuch mitzubringen, aus dem wir dann vorlesen. Und der oder die Zuschauerin, es muss ein altes Tagebuch sein aus der Kindheit, hat die Möglichkeit, immer ein Bier zu gewinnen, wenn wir lachen müssen darüber. Jetzt ist die Frage, hat jemand ein Tagebuch dabei? Ja, tatsächlich. Noch jemand vielleicht? Naja. Hervorragend. Dann gib uns doch mal bitte das Tagebuch. Das ist sehr, sehr schön. Erstmal ein Applaus dafür, dass du das mitbringst. Das ist großartig. Yeah. Du hast die Teile schon markiert. Das ist perfekt. Großartig. Geil. Okay, sehr, sehr geil. Genau. Ja, das ist sehr schön. Du hast sie direkt markiert. Willst du anfangen oder soll ich anfangen? Mir ist das gefangen, du ruhig an. Ja gut, dann fange ich an. Oh, das ist geil. So. Okay. So, also Ziel ist es sozusagen, dass ich nicht lache. Es geht von einem Klebestreifen bis zum nächsten immer. Okay, dann lese ich mal den ersten Teil vor. Okay. 15.11.98. In den letzten Tagen ist total viel passiert. Sandra und ich haben uns Sachen getraut, die ich, wenn ich in einem normalen Zustand gewesen wäre, nie getan hätte. Ich weiß auch nicht, was nur los war. Also, es war ja St. Martin und Sandra und ich waren Grippschen. Okay, also in Anführungszeichen. Meinte dann so die Leo, lass uns doch zum L.B.F. gehen. Ich da so, ja klar, warum nicht? Dann, na super, mit 4 U. Wir haben dann geklingelt. Der Vater stand vor der Tür. Können vielleicht Philipp und Michael rauskommen? Ja, einen Moment. Dann habe ich nur noch schwarz gesehen und bin weggerannt. Ist mega spannend bis hierhin. Ich bin jetzt schon Fan. Ihr habt euch echt Sachen getraut damals. Dann stand der LBF so vor der Tür und die Leo hat so einen Scheiß gelabert. Von wegen, dass ich mit ihm gehen will und so. Dann ruft die auch noch so, was ist das denn? Faut. Ich weiß nicht, was ist das? Jetzt komm mal bitte. Scheiße. Anne Jana, natürlich. Das ist Faut. Er sieht wirklich aus wie Faut. Aber es ist Jana. Jana, jetzt komm mal bitte. Achso, wir wollten das anonymisieren. Ja, scheiße. Jana, jetzt komm mal bitte. Scheiße. Auch als dann noch der LBF meinte, dass er jetzt rauskommt, war das Maß voll. Okay, habe ich nur gedacht. Schlimmer kann es ja schon gar nicht mehr werden. Ich also dahin und erstmal alles abgestritten. Ja, da haben wir früher den gleichen Style gefahren. Immer wenn man nichts gemacht hatte, erstmal kategorisch alles abstreiten. Dann meinte der LBF plötzlich, dass, wenn wir fertig wären, er nochmal rauskäme. Er jetzt aber erstmal GZSZ gucken wollte. Oh shit. Die Leo musste Gott sei Dank dann gehen. Um 20.15 Uhr sind Sandri und ich dann wieder rübergegangen. Auf einmal haben wir so ein Knacken gehört. Was ist das? Fragte Sandri. Dann kommt was wirklich Krasses. Eicheln.
Eicheln, Spaß. Nein, sag mal, Jana, was ist das? Keine Ahnung, eine Zeitbombe. Sollen wir mal ans Fenster klopfen? Mach doch. Aber was ist das? Ah! Und dann saß der da so und macht Blasen mit seinem Kaugummi. Gott, haben wir uns erschreckt. Sandri und ich haben uns vorher alle möglichen Fragen überlegt, aber in dem Moment ist uns nichts eingefallen. Schweigen. Ausrufezeichen. Gänsefüßchen unten. Viele Punkte. Ausrufezeichen. Gänsefüßchen oben. Ausrufezeichen. Gänsefüßchen unten. Ausrufezeichen. Gänsefüßchen oben. Schließlich habe ich den dann gefragt, warum der immer Baby Blau trägt. Der hatte bestimmt eine babyblaue G-Shock. Die hatten nee, früher immer alle. Jetzt kommt die Antwort von ihm, die echt trivialer nicht sein könnte. Ja, ich habe keine andere Jacke. Dann ist sie aber investigativ vorgegangen und hat weitergefragt. Und warum hast du eigentlich immer diese Schlabberhosen an? Also ich könnte damit nicht laufen. Ja, die kann man doch auch hochziehen. Dann stand er da so und zieht sich die Hose hoch. Ach nee, geht doch nicht. Und dann schreibt sie, voll süß. Das ist super. Naja, dann haben wir noch gefragt, was für Hobbys er hat und so. Übrigens, er kommt aus Ahrensburg. Also, ciao, Jana. Achso, PS gibt's noch. Nee, das musst du jetzt vorlesen, Patrick. Ich glaube, das PS ist für dich vorgesehen. Boah, das ist schon mal großartig. Okay, du kriegst auf jeden Fall das Bier, weil ich musste zwei, dreimal richtig hart lachen. Das gibt auf jeden Fall schon mal ein Bier. Du kannst dich übrigens glücklich, also es gibt wahrscheinlich gleich noch eins. Das ist ein sehr schönes Tagebuch, das muss man sagen. Das ist super. Prost, ey. Das ist unglaublich, dass du das mitgebracht hast. Hast du einen Flaschenöffner oder geht das irgendwie? Du kannst das hin. Okay, super, sehr gut. Also das ist schon mal großartig gewesen. Jetzt bin ich mal gespannt, wie das PS noch weitergeht. Was heißt es ist diese Abkürzung eigentlich? Ist das irgendwas mit Best Friend am Ende? Ja. Na klar. Natürlich. Geschichten aus dem Leben. Aber zu deiner Verteidigung, 1998 war GZSZ doch noch echt krass. Das muss man sagen. Das war. Ja, sie hat es ja nicht geguckt, das war ja dieser Typ. Ja, ja, mit Kai's Corner und so, das war die geilste Zeit. ja, ich habe es auch geguckt. Das ist schön, Patrick hat auch NSYNC gehört, das muss man auch an der Stelle sagen. Ja. Aber ich finde das auch okay. So, jetzt ernst hier. PS, ich habe ja noch voll viel vergessen. Ein paar Tage später haben wir, Sandra, Nadine, Heike und ich, den angerufen und gefragt, ob er Schlittschuhe laufen will. Nee. Ja, warum denn nicht? Ich habe was Besseres vor. Gut. Ja, finde ich auch. Gut, tschüss. Ja, ciao. Ja, Dialoge schreiben kannst du, das muss man sagen. Vorgestern haben Sandra und ich dem einen Brief geschrieben. An den kleinen PWKF. Hi, BF. Falls du uns jetzt für bekloppt hältst, können wir das gut verstehen. Ja, wir haben uns echt dämlich benommen. Wenn wir dich in Ruhe lassen sollen, dann musst du uns das sagen. Eins müssen wir aber trotzdem klarstellen, wir sind weder Barbier, Dollys oder irgendwelche Pferde. Sag uns jetzt bitte, woran wir sind. Wir warten auf Antwort. Ciao. Den Brief haben wir dann auf die Mülltonne gelegt. Ich hoffe, er ist weggeweht. Ja, ist geil. In letzter Zeit bekommen Sandra und ich total komische Anrufe. Es ist immer ganz still. Und dann, nach einiger Zeit, dann Besetzzeichen. Bei Sandra haben wohl vor kurzem ganz viele verschiedene Stimmen durcheinander Babyface, Zahnspange, Piep gerufen. Wir wissen echt nicht, was das sein könnte. Wir dachten erst der LBF, aber das kann nicht sein. Woher soll der wissen, dass er Babyface heißt. Naja, jetzt aber ciao, Jana. Jana, einen riesen Applaus für dich. Ja, du Patrick, musste auch lachen, habe ich gesehen. Ja, du kriegst leider noch einen Kölsch, vielleicht für dein
deine Begleitung. Auch für dich wieder zwei Bier und Gästelistenplätze für die nächste Show im Dezember. Ja, genau, am 5. Dezember. Also wie gesagt, wenn ihr kommt zu die Late Night Show, bringt Tagebücher mit und gebt uns sie. Das ist immer jedes Mal köstlich, möchte ich fast sagen. Was kommt jetzt, mein Lieber? Ja, wir werden den zweiten Gast auf die Bühne rufen. Und das ist ein Mann, den wir sehr, sehr gerne hier haben. Und wir haben sehr lange schon versucht, ihn einzuladen. Jetzt hat das endlich geklappt. Er kommt von weit her gereist. Es ist ein Autor. Er ist gleichzeitig auch Blogger. Ein sehr erfolgreicher, muss man sagen. Er ist in den Social-Media-Kanälen sehr, sehr aktiv und sehr, sehr erfolgreich. Und er ist ein guter Freund und langjähriger Poetry-Slam-Weggefährte. Bitte klatscht ihn auf die Bühne, der wunderbare André Herrmann, meine Damen und Herren. Ja, danke. Danke, dass ich hier sein darf. Ich komme aus Leipzig, das hat jetzt Quichotte gerade nicht gesagt. Ich wohne in der gefährlichsten Straße Deutschlands, laut TAF. Und das stimmt tatsächlich. Es ist sehr, 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 sehr gefährlich dort. Wenn ich aus dem Küchenfenster rausgucke, kann ich immer Leute beim Heroin nehmen beobachten. Das ist, geht so. Und letztens habe ich ein Brötchen gemacht und habe das danach so durch die Luft gewedelt, weil es noch zu warm war und ich sehr weird bin. Und auf jeden Fall fragt mich so ein Typ, der da unten im Busch sitzt, ruft dann so, ey, was machst du da? Und ich gesagt, naja, hier Brötchen zu warm, muss ich kalt wedeln. Und du? Und er so, Drogen. Ich dachte, in Köln ist es eigentlich viel netter, also ist schon nicht so gefährlich wie bei mir zu Hause. Und dann bin ich heute mit der Straßenbahn hergekommen und dann saß da so ein Mann und neben ihm war ein Platz frei und dann kommt so eine zerlumpte Frau hinein und sagt zu ihm so, ey Arschloch, ist da noch frei? Und dann hat er gesagt, kann man das nicht auch ein bisschen netter sagen, du hässliches Stück Scheiße? Und da habe ich mich sehr zu Hause gefühlt, ich mag Köln jetzt sehr. Und weil es so gefährlich ist bei mir in der Straße, in der Eisenbahnstraße in Leipzig und man dort nur wohnen darf, wenn man auch kriminell ist, habe ich beschlossen, auch kriminell zu werden. Und ich fahre jetzt neuerdings Fahrrad ohne Licht. Ich lasse es langsam angehen. Ich habe so ein Fahrrad, was bei Selbstmördern sehr beliebt ist. Das heißt, es hat keine Bremsen und tritt immer, wenn man fährt. Also ein Fixie. Und ich war letztens sehr lange Alkohol trinken. Und Folgendes ist passiert. Der Text heißt Zigarette. Das ist sächsisch für Zigarette. Und es geht los. Als ich in die Straße, die schnurgerade zu mir nach Hause führt, einbiege, sehe ich schon das Polizeiauto in der Querstraße. Nee, denke ich, trete nochmal in die Pedale, biege an der nächsten Kreuzung nach links, da wieder nach rechts, kein Polizeiauto mehr da. Läuft, denke ich, und fahre weiter. Im selben Moment überholt mich ein Polizeiauto. Na klasse, denke ich, während mich ein grinsender Polizist aus dem Beifahrerfenster anschaut. Wollen wir mal anhalten? Brüllt er mir entgegen. Wie jetzt, ob wir wollen, frage ich. Na, halten wir mal an. Ja, soll ich oder nicht, rufe ich. Halten Sie mal an. Okay, sage ich und halte an. Ich hasse es, wenn Leute Anweisungen in Fragen verpacken, weil sie glauben, das wäre dann netter. Der Polizist steigt aus, sein Bauch hat etwa die Größe eines Gymnastikballs, seine blasse Kollegin sieht mit den schneeweißen Haaren aus wie Spargel. Geben Sie mal einen Ausweis, sagt der Polizist. Widerwillig zerre ich meinen Ausweis aus dem Portemonnaie, nebenbei überfliege ich das hässliche Passfoto, auf dem ich aussehe, als hätte ich nach 4 Tagen ohne Schlaf auf einer Handvoll Wespen herumgekaut. Ah, lacht der Polizist, das Bild, ha! Ah. Ja, sage ich, lustig, das Bild. Sabine, ruft er, ja, guck mal, das Bild, voll lustig. Die Polizistin nimmt den Ausweis und deutet auf ihr Funkgerät. Passiert da was, wenn wir jetzt fragen, ob was gegen sie vorliegt? Weiß ich, sag ich, denkt nicht. Wie, sie denken nicht, ruft die Polizistin. Sie müssen doch wissen, ob was gegen sie vorliegt. Ja, weiß ich, sag ich. Was glauben Sie denn, wen Sie hier angehalten haben? Donnerstag um 5 auf dem Fahrrad. Aber ist schon Ihr Fahrrad, hä? Fragt der Polizist lächelnd. Klar, ist mein Fahrrad, sag ich. In Leipzig werden täglich 200 Fahrräder gestohlen, brüllt die Polizistin. 200, sag ich, klar. Der Polizist mustert mich. Ganz in Schwarz, hä? Und, sag ich, wie so ein Verbrecher, lacht er. Normalerweise trage ich sogar schwarz-weiß gestreift, sag ich. Na, kommen Sie gerade her. Aus der Skala, sage ich. Oh, ruft der Polizist. Da ist wirklich schön, oder, Sabine? Was? Skala ist wirklich schön, oder? Nee, mag ich nicht, ruft die Polizistin. Wegen Rauchen, die rauchen da alle und so. Der Polizist wendet sich zu mir. Rauchen Sie, Herr. Ja, sage ich. Wollen Sie eine? Also ich bin doch im Dienst, ruft er und rückt seine Mütze zurecht. Das darf ich doch nicht annehmen, darf ich doch nicht. Er zögert. Also wenn Sie jetzt eine fallen lassen und ich die dann finde, das ginge. Irritiert ziehe ich eine Zigarette aus meiner Schachtel und lasse sie sehr offensichtlich auf den Boden fallen. Ach, gucke, Sabine, lacht der Polizist, eine Zigarette gefunden, na sowas. Die Polizistin quasselt weiter in ihr Funkgerät. Der Polizist zündet sich die Kippe an und schaut zu mir. Haben Sie Alkohol getrunken?
Schon, sage ich. Ja, riecht man. Sorry, sage ich. Nee, wollte ich nur mal gesagt haben, Sie fahren ja ganz schön schnell, oder? Geht so, sage ich. Das Fahrrad ist ja auch leicht Rennrad und so. Na, also ich fahr langsamer, ruft er. Sabine, fährst du so schnell? Ich fahr nur Auto, ruft Sabine. Ich verdrehe die Augen. Die Sabine fährt halt nur Auto, ruft der Polizist. Hilft mir jetzt nicht so, sage ich. Sie haben aber wirklich viel Alkohol getrunken, ruft die Polizistin. Das nur wieder nicht, ruf ich. Das riech ich bis hier. Müssen wir pusten, fragt der Polizist. Wie jetzt, frage ich. Na, ob wir pusten müssen, habe ich gefragt. Wie soll ich das jetzt entscheiden, oder was? Na, ich frage ja nur, ja, was wollen Sie denn jetzt hören, wenn Sie sagen, wir müssen pusten, dann pusten wir halt. Ja, lacht der Polizist. Das hat letztens auch einer gesagt. Und dann hat er 2-2 gehabt, muss man mitnehmen in der Zelle. Ha. Ja, pusten wir halt nicht, sage ich. Pusten wir halt nicht, grinst der Polizist verschwörerisch und schnippt seine Kippe gegen das Polizeiauto. Langsam beginne ich ernsthaft zu zweifeln, ob ich tatsächlich von der Polizei oder vom Quatsch Comedy Club angehalten wurde. Hier, Herr, ruft der Polizist nach einer Weile. Haben Sie Rücktritt am Fahrrad? Nee, sage ich. Weil Sie haben ja auch keine Bremse. Ja, ich glaube, das ist leider so bei dem Fahrrad. Was machen wir da? Wie, was machen wir da? Was soll ich das wissen, oder was? Wenn Sie clever sind, machen Sie sich eine Bremse ran, halten wir Sie nicht mehr an. Ha, mache ich. Ich dachte, Sie haben mich angehalten, weil ich kein Licht habe. Stimmt, sagt der Polizist. Das wären also erstmal 20 Euro wegen kein Licht und dann noch was wegen Verkehrsuntauglichkeit des Fahrrads. Wie jetzt, wenn man kein Licht hat, ist das Fahrrad trotzdem noch verkehrstauglich, fahre ich? Klar, sagt der Polizist, fährt doch noch. Na, dann muss ich es ja auch nicht zahlen, oder? Mein Fahrrad fährt doch noch. Ja, fahren können Sie damit schon, aber fahren dürfen Sie natürlich nicht mehr, erklärt der Polizist fachmännisch. Klasse, sage ich kopfschüttelnd. Wo wohnen Sie denn, Herr? Na, da vorne, sage ich. Hätten Sie schieben können, hä? Na, aber ich komme doch aus der Skala, sage ich. Ja, stimmt, nickt der Polizist. Wäre ich auch gefahren. Der Mann ist wahnsinnig, denke ich. Also, das wären 20 Euro wegen kein Licht, noch was wegen genereller Verkehrsuntauglichkeit des Fahrrads und noch was wegen Alkohol. Ja, und wie viel? Macht der Polizist. Weiß ich, kriegen Sie per Post. Na, okay, sage ich. Ach, und noch was wegen Abhauen. Wie abhauen, frage ich. Na, Sie wohnen doch da vorne. Ja, sage ich. Hätten Sie einfach geradeaus fahren können. Ja, nee, sage ich. Fahr immer so zickzack nach Hause. Sind nicht zufällig abgebogen, weil sie uns schon gesehen haben. Wieso, ich hab doch kein Licht, sie empfahren überhaupt nichts, sag ich. Na, machen Sie mal, dass Sie nach Hause kommen. Ich steige auf das Fahrrad. Schieben, ruft der Polizist. Ja, sag ich und schiebe. Sieh her, ruft es hinter mir, als ich schon ein paar Meter weit gegangen bin. Ja, rufe ich. Ob Ihnen vielleicht noch eine Zigarette so aus der Tasche vielleicht? Klar, sag ich und schnipp ihm eine zu. Dann fahre ich aber. Also ich sehe es nicht, ruft der Polizist. Hab gerade eine Zigarette gefunden. Ja, schönen Tag noch. Dankeschön. Ich bin vor ungefähr, glaube ich, 3 Monaten bin ich zum allerersten Mal angehalten worden von der Polizei und ich war mega aufgeregt, weil ich tatsächlich bis zu dem Zeitpunkt noch nie angehalten worden bin. Dann bin ich rausgefahren auf den Standstreifen, dann kam die Polizistin völlig entschlossen auf meinen Wagen zu und ich hing da so ganz ehrfürchtig, ich habe das Fenster so runtergekurbelt und dann sagte sie, ja, schönen guten Tag, das ist eine allgemeine Drogenkontrolle, haben Sie Drogen dabei? Und ich so, nö. Und dann sagte sie, ja, dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Abend. Und ist einfach wieder, sie ist einfach gegangen. Es war ein sehr desillusionierender Augenblick für mich. Aber so, wir kommen zu unserer schönen Rubrik. Und zwar, naja, sollen wir es schon verraten, was es ist? Ja, doch. Ja, die erfahrenen Zuschauer unserer Sendung, die kennen natürlich uns, unsere Show, kennen natürlich schon unser kleines, Phantasialand, ich würde fast sagen. Ja, es geht natürlich um die Kategorie das Holz und das Dach der Woche. Eine sehr wichtige Kategorie, so ähnlich wie die Tagesschau, ganz, ganz wichtig, damit man über den Monat weiß, was das wichtigste Dach und das wichtigste Holz der Woche ist, weil das im Grunde für einen Monat gilt. Ja, fängst du wieder an oder wie machen wir das? Ja, kann ich machen. Hast du denn die Beschriftung auch da? Ja, ja. Ja? Oh, sehr gut. Das ist schon mal gut. Okay. Ja, wir haben natürlich einen Jingle dafür, wie wir für alles einen Jingle haben. Und das hier ist der Jingle für das Holz der Woche, meine Damen und Herren. Das Dach der... Ah, falsch. Das ist natürlich vollkommen verkehrt. Machen wir so. Also jetzt. Das Holz der... Holz der... Holz der... Holz der... Woche. Kastanie. Ja, kommt keine Pointe. Ja, finde ich super. Ist gut, finde ich gut. Ja, mir gefällt das jetzt nicht von der Position her, gefällt mir das nicht so gut. Da bin ich auch so ein bisschen detailversessen. Ne, weil hier liegt ja das Holz, ne? Ja, also.
Das also ich bin wirklich, es gibt sehr wenige Dinge in meinem Leben, wo ich wirklich stolz drauf bin. Aber dass uns das eingefallen ist mit dem Holz und dem Dach der Woche, das ist, finde ich, ein Knüller. So, wir kommen zum Dach der Woche. Und beim Dach der Woche, muss ich sagen, hat der Patrick mitgewirkt, auch beim Gesang. Und das sage ich nur vorher, falls ihr euch wundert, was da so scheppert. Bitteschön. Das Dach der Woche. Autodach. Ja, das war's, Freunde. Das ist im Grunde die Show, ne? Ist jedes Mal ein Brüller, muss man sagen. Ich weiß, es ist jedes Mal ein Hit und die Stimmung kocht. Ich weiß, und es ist ja auch so, ich meine, wenn der liebe Gott einen Spannungsbogen erfunden hat, ne, dann ist er hier am Ende, sage ich jetzt mal. Ne? Also dann ist hier unten. Das ist auf jeden Fall der Fall. Jetzt können wir natürlich, wenn ihr, ich sag mal, klar, ihr könnt euch dagegen vollkommen wehren und so. Im Endeffekt ist das wirklich eine Kategorie, die mir sehr am Herzen liegt. Ihr könnt natürlich jetzt sagen, boah, um Gottes Willen, wir verschwinden jetzt sofort. Aber wir haben natürlich einen Grund, warum wir das gewählt haben, die Kastanie und das Autodach. Weil es ist nicht randomly so, dass wir da sitzen und sagen, komm, das nehmen wir jetzt. Sondern das hat alles auch Sinn und Verstand. Und draußen ist ja ein gewisses Wetter zum Beispiel. Oder eine Jahreszeit. Oder meinetwegen, was weiß ich was, passieren krasse Sachen irgendwie. Und deswegen passen wir das Holz und das Dach der Woche an, sodass die Leute wirklich einen Monat lang das Dach benutzen können oder das Holz, ohne dass sie das Gefühl haben, das ist jetzt fehl am Platze. Ne? Und demzufolge kann ich mal kurz erklären, warum wir uns für diese beiden Rohstoffe entschieden haben. Das Autodach, ich fange mal mit dem Dach an. Klar, werden jetzt einige sagen, das hier ist kein klassisches Autodach. da möchte ich auch nicht widersprechen. Trotzdem ist es so, dass zum Beispiel ein Wohnwagen auch so ein Steildach haben kann oder in dem Fall ein Spitzdach mit einem Neigungswinkel von circa 100 Grad. Was wirklich sehr, sehr vorteilhaft ist, im Gegensatz zu einem normalen Autodach, was im normalen Fall ebenerdig ist. Ne? Weil, wenn zum Beispiel hagelt, ne, kann man ganz oft, dass ein Hagelschaden am Auto entsteht, weil das Autodach keine Neigung hat. Das ist der einzige Grund. Und keinen Giebel. Deswegen, in meinen Augen, sollte man jedes Auto, vor allem Sportwagen, mit einem amtlichen Dachstuhl ausstatten, wo dann ein Giebel oben reingezogen wird und wo man im Zweifelsfall zum Beispiel eine Flüchtlingsfamilie unterbringen könnte. So, das wäre zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Man macht was Gutes und man schützt sich vom Hagel. Und die Familie wird genauso vom Hagel geschützt. Das ist ja auch der Vorteil von einem normalen Dach in einem Haus. Weil sonst könnte man, wie zum Beispiel die beiden Köter hier vorne, auch draußen leben. Ne? Das macht man aber nicht, es sei denn, man ist einfach ein fancy Typ, der so ein bisschen, was weiß ich, zu viele Jochen-Schweizer-Coupons gewonnen hat und jetzt denkt, wegen drei Jack-Wolfskin-Jacken könnte man direkt draußen kampieren. Nee, das ist natürlich nicht der Fall. Man braucht ein Dach. Genauso ist es im Auto. Ich habe unheimlich lange ein Auto gehabt, wo kein Dach drauf war. Also einfach, weil ich gedacht habe, weißt du was, lass das Dach weg. Und was zur Folge hatte, dass ich mitunter nicht mehr ins Schwimmbad gehen musste, weil das Auto im Prinzip dasselbe geworden ist. Wenn es viel regnet, weil das war sehr dicht, das Auto, also unten der Boden war sehr gut versiegelt, da hat sich eine Art Pool gebildet, kann man schon sagen. Und ich hatte dann auch so Aufkleber an der Tür, nicht vom Beckenrand springen, was natürlich die Kinder in der Nachbarschaft alle missachtet haben. Und im Grunde genommen habe ich dann irgendwann auch Geld dafür genommen, dass die in meinem Auto geschwommen sind. Und später, ich bin dadurch reich geworden, kann man schon sagen. Ich habe relativ viel Geld, muss ich an der Stelle auch. Und das war ein Bentley damals, das Auto. Ja, das hat sich gut gemacht, sagen wir mal so. Jetzt aber zurück zu dem Grund, warum wir das nehmen. Jetzt ist eine Jahreszeit angebrochen, es ist jetzt November, die Sendung kommt wahrscheinlich im Dezember raus, wo es zwischendurch auch so ein bisschen fizzelt. Ne? Also man hat eine kalte Witterung, ganz kaltes Ding und das Problem ist, dass in meinen Autos, wo kein Dach drauf ist, da ist ja das Wasser vom Herbst noch drin. Und wenn, wenn der Winter reinbricht, dann friert es. Ne? Überfrierende Nässe ist das Stichwort. Und wenn ich überfrierende Nässe sage, meine ich, dass die komplette Nässe friert in dem Auto. Und dann hast du da, klar, wenn du einen lustigen Abend mit Freunden machst, wo Whisky-Cola getrunken wird, kannst du da schön einen Kubikmeter Eis aus dem Block raushauen. Aber wenn du, was weiß ich, zum Supermarkt fahren willst, um einzukaufen, ist es, ich sage jetzt mal, nicht förderlich, wenn das komplette Auto mit Wasser vereist ist, innen drin. Deswegen kann ich dir empfehlen, ein Autodach zu nehmen. So,
Jetzt, wenn ihr mich fragt, was die Dämmung betrifft von dem Autodach, und natürlich höre ich das, dass ihr das reinruft, auch da kann ich eine Empfehlung aussprechen. Und zwar, man kennt ja dieser Himmel. Wenn man im Auto an das Dach guckt, da ist ein Himmel immer. Das nennt man Himmel. Das ist kein richtiger Himmel. Also da gibt es keine Sterne oder sowas. Es sei denn, man malt da so kleine Sterne drauf, was auch nicht schlecht ist, aber was im Grunde keinen Effekt hat. Auch bei Kinderzimmern ist das Quatsch, da Sterne hinzumalen. Also wenn, dann muss man da was Ordentliches hinhängen, so ein Stück Meteorit oder was von der Decke baumeln lassen. Das ist real. Wenn du da Sterne drauf malst, das ist Homo-Scheiße. So was macht man nicht. Und Homo-Scheiße ist super, damit ist total. Da ist nichts gegen zu sagen. Also, wir sind da offen. Wir sind offen für alles. Aber nicht im Kinderzimmer. Da muss man natürlich aufpassen. So, wobei man auch sagen muss, dass das auch da vollkommen in Ordnung ist. Also jedes Kleinkind kann eine Neigung haben. Das ist auch vollkommen in Ordnung. Das sollen die doch machen, was sie wollen. Persönlich, ich habe schon mal ein Kind getroffen, das dachte, das wäre ein Dachs. Fand ich auch super. Weißt du, also so Sachen, wo man, wenn man zum Beispiel zwei Autodächer nimmt und macht da Autodachs drauf, ist das auch eine tolle Verbindung, weil dann heißt das auch Autodachs. Es gibt ja auch wirklich, ich hatte einen Marder mal im Auto, der gedacht hat, er wäre ein Dachs und hat einfach, pass auf, das war super. Wir haben da friedlich koexistiert, weil der Marder hat nichts angefressen, weil der ja dachte, er wäre ein Dachs und hat einfach nur... Der hatte einfach nur die wohlige Wärme von dem Zellophan gesucht, was da in dem Motorraum rumgammelt, und hat da einfach gelebt, weißt du? Und das war mal so eine Symbiose, wo man, das verwünsche ich mir auch in deutschen Kinderzimmern, dass da einfach mal ein Dachs einzieht, der sagt, so Freunde, jetzt ist hier mal Schluss, und legt sich da ins Kinderbett. Und sowas finde ich in Ordnung, weil das spart auch Heizkosten. So, jetzt, weil der ist ja warm, der Dachs, ne? Der hat eine Körpertemperatur... Ja, das ist wirklich wahr. Das ist ja auch kein Scheiß, was ich hier erzähle. Der Dachs hat eine Körpertemperatur von 74 Grad. Das ist wirklich wahr. Ja, und der Dachs ist ein Kaltblüter. Da muss man sich mal vorstellen, was dann so ein Wallach hat. Ne? Also der da wirklich ein Heißblüter ist. Da weißt du gar nicht, was Sache ist. Ey. Da sind zum Teil, deswegen ist der Vesuv auch früher immer ausgebrochen, weil da so ein kleines Pferd drin wohnt. Und deswegen schießt da natürlich irgendwann die Lava raus. So, nochmal zum Thema Dämmung. Wenn du das Autodach, dann, wenn du den Himmel guckst, siehst du da zwischen Himmel und Dach, also wenn man dagegen pocht, ist da immer so eine kleine Lücke, da ist Dämmung zwischen. Und am besten eignet sich für eine Dämmung im Haus Asbest tatsächlich. Im Auto. Ne? Also weil das im Haus ist das sehr schädlich, aber im Auto geht's. Ja, weil es gibt ja pass auf, das hat einen Grund. Weil es gibt ja unheimlich viele Autos mit so einem mit einem allergikerfreundlichen Innenraum. Und deswegen kannst du da Asbest reintun, weil der freundliche Innenraum, der so absorbiert das einfach. Im Grunde genommen ist sozusagen der Auto-Innenraum ist der Wald des Fortbewegungsmittels. Ja, klar, weil der Wald absorbiert ja auch den ganzen CO2 und schickt Sauerstoff wieder zurück. Und genau das macht der Innenraum auch. Deswegen Asbest ist super zum Autodach dämmen. So, das nur am Rande. Jetzt, das ist der Grund, warum wir das Autodach gewählt haben. Jetzt kommen wir zur Kastanie, meine Damen und Herren. Und da gibt es einen ganz wesentlichen Grund, warum wir die Kastanie gewählt haben. Und zwar Zufall. So, das war die Show, meine Damen und Herren. Das war die Late Night Show. Bitte klatscht nochmal frenetisch für den wunderbaren Patrick Salben, meine Damen und Herren. Yeah, vielen Dank. Man kann Quichotte auch für Kindergeburtstage buchen, wollte ich noch sagen. Bitte einen Riesenapplaus für Quichotte. Unsere großartigen Gäste. Einmal Flo. Flo, meine Damen und Herren. Markus Barth. Markus Barth. Und André Hermann. Kommt gut nach Hause, bleibt uns gewogen. Bis dahin. Wir sind hier im Theater, Freunde.